Yo, hey Leute, hier ist wieder euer Danetics und er bekommt seinen neuen FIFA 15 Karrieremodus-Video mit dem FC Schalke 04. Und ja, ich war einfach mega motiviert. Wir haben es geschafft, 76 Likes gestern auf dem Video dazulassen. Ich habe euch ja versprochen, bei 30 Likes kommt das nächste Video. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr euch hier heute auf das Video freut. DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München, das noch mit Schalke ist, denke ich mal, ein großes Ereignis diese Saison. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich habe das Spiel gestern beziehungsweise heute Morgen irgendwie um 6:30 Uhr oder so aufgenommen, also relativ spät eigentlich oder relativ früh am Morgen, wie man es halt sieht. Für mich war es natürlich auch relativ spät. Ich habe die ganze Nacht noch mit meinem Real-Life-Kollegen ein bisschen gezockt, weil er jetzt nach Dresden geht, und haben wir nochmal die Zeit ein bisschen genutzt, um ja zusammen nochmal ein bisschen zu daddeln. Und habe ich gedacht, ich will nicht schlafen, ich will für euch nochmal ein Video machen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ein Video heute kommt, denn deswegen habe ich gedacht, ich halte mal mein Versprechen. Und ja, wenn ihr es wieder schafft, heute auf dem Video 30 Likes da zu lassen, verspreche ich euch auch, dass morgen das nächste Video kommt. Wenn ihr euch fragt, ja, die Saison ist doch eigentlich jetzt vorbei, ja, ich werde morgen dennoch ein spezielles Video machen, einfach nochmal, ja, Teambericht nochmal zeigen, hat sich einer von euch gewünscht, und nochmal die ganzen Spieler, die ich jetzt gescoutet habe, nochmal drauf eingehen, welche ich mir vielleicht auch kaufen werde. Und ja, lustige Geschichte noch, ich habe auch gestern um 7 Uhr, also nach dem Aufnehmen, nochmal versucht, ein paar Höhepunkte fürs Best-of zu finden und habe mir dann mal gedacht, ja, ich fange mal an, hier meine Schalke-Serie anzuschauen, also Karrieremodus. Habe mit dem ersten Video angefangen und bin irgendwie nach 10 Minuten oder so eingeschlafen, also ja, ich fand das jetzt nicht so relativ unterhaltsam, aber wenn euch meine Videos gefallen, das ist ja das Wichtige, und wenn ihr sie anschauen könnt, ohne einzuschlafen, dann freut mich es auf jeden Fall mega, aber ich habe es leider nicht geschafft. Und ja, um hier auf das Spiel einzugehen gegen Bayern München, also ich habe natürlich versucht, hier Bayern relativ früh unter Druck zu setzen, vielleicht auch, ja, wie jetzt hier durch Querpässe und so, immer mal wieder in gefährliche Schusspositionen zu kommen. Aber natürlich, Bayern hat eine hohe Klasse, da muss man natürlich erstmal hinterherkommen, auch wenn ihre einzelnen Spieler, gerade Müller oder so, ein bisschen Platz haben, wird es auf jeden Fall immer gefährlich, wie diese Situation. Allerdings muss man sagen, wir sind schon in der 38. Minute. Es ist relativ wenig passiert hier in der ersten Halbzeit. Jetzt mal Redmond ein bisschen Platz. Hat hier Alaba vor sich. Ja, überlupft ihn einfach. Ganz easy going für ihn. Zieht hier jetzt gleich in die Mitte rein, weil er es einfach kann. Er ist unsere kleine Pace-Hure. Und ja, so muss man eigentlich auch Bayern irgendwie ausspielen. Vielleicht mal über die Außenposition. Vielleicht mal irgendwie gefährlich, ja, den Ball in die Mitte reinspielen. Hier mal die nächste Möglichkeit: Oxlade-Chamberlain mit der Flanke auf Depay. Aber der natürlich leider ja kein so Kopfballspezialist. Deswegen hat der Manuel Neuer relativ wenig Probleme, den Ball zu halten. Und ja, das war es eigentlich schon mit der ersten Halbzeit hier. Wie gesagt, relativ wenig passiert. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe natürlich versucht, Bayern irgendwie so gut wie möglich von meinem Tor fernzuhalten. Ihr habt ja eine Aufstellung auch gesehen gehabt. Ich habe nur eine Sturmspitze mit Depay vorne drin. Liegt natürlich daran, dass Kevin Volland leider verletzt ist. Allerdings denke ich mal, haben wir trotzdem noch gute Qualität nach vorne. Aber wir müssen einfach natürlich aufpassen, dass wir gar nicht so weit nach vorne gehen, dass Bayern gar nicht die Möglichkeit hat, mal hier mal zu kontern. 57. Minute. Ich habe ihnen mal ein bisschen Platz gelassen. Und es war ein Riesenfehler, weil hier Müller ohne Probleme hier das 1-0 macht für Bayern München. Natürlich ein bisschen glücklich für sie. Für uns natürlich unglücklich, dass der Ball vom Innenpfosten dann ins Tor reinspringt. Fährmann natürlich chancenlos. Aber ja, eigentlich mein erster Fehler, den ich hier im Spiel gemacht habe. Ja, Ballverlust im Spielaufbau. Und sofort werde ich dafür bestraft. Jetzt natürlich in der letzten halben Stunde nochmal, ja, volle Konzentration von mir. Nochmal irgendwie alles nach vorne setzen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, die großen Bayern hier, ja, ihnen nochmal ein Gegentor reinzudrücken. Vielleicht schaffen wir es ja in die Verlängerung. Oder vielleicht schaffen wir es ja sogar hier, das Spiel in den 90 Minuten noch zu drehen. Aber natürlich erstmal hier aufpassen, dass wir kein zweites Gegentor bekommen. Schöne Balleroberung hier von Luke Shaw. Medeiros hat mal ein bisschen Platz, aber ja, ihr seht, relativ wenig Bewegung bei mir vorne drin. Bayern hatte viele Spieler um mich rum. Ich wusste eigentlich gar nicht so genau, wo ich den Ball immer hinspielen soll, was ich denn jetzt eigentlich machen soll, weil Bayern es echt extrem gut gemacht hat. Ja, ich habe es natürlich auch hinten drin nicht schlecht gemacht, aber Bayern hatte natürlich Müller und eine große Aktion. Aber wir haben hier auch mal eine gute Möglichkeit. Redmond mit dem Abschluss, aber wird hier natürlich leider ja noch abgefangen. Der Ball von Martinez, glaube ich, oder Boateng in der Innenverteidigung von Bayern, die echt ein gutes Spiel gemacht haben da hinten drin bei Bayern. Also, ihr seht ja, hier sind 8 oder 9 Leute von Bayern München in der eigenen Halbzeit, beziehungsweise eigentlich um den 16 herum versammelt. Deswegen hat hier extreme Schwierigkeiten, auch mal ein bisschen Platz zu finden. Ich konnte nicht mehr aus der Distanz irgendwie einen Schuss abgeben. Da Bayern echt wirklich jede Lücke, die sich aufgetan hat, sofort zugemacht hat. Und ich hatte immer wieder Probleme auch,
ja, letztendlich dann wirklich einen freien Spieler zu finden. Aber hier mal wunderschön gelungen, Medeiros auf Oxlade-Chamberlain, der hier mit seinem starken rechten Fuß hat die Übersicht. Abschluss, Manuel Neuer ist geschlagen, 1 zu 0, 1 zu 0 sage ich schon, 1 zu 1 hier in der 87. Minute. Wirklich die letzten paar Sekunden des Spiels habe ich hier nochmal alles gegeben. Es war wirklich 6:30 Uhr morgens oder so. Ich war eigentlich schon total fertig. Ich war müde, aber ich wollte unbedingt hier nochmal den DFB-Pokal gewinnen. Ich war einfach so entschlossen, das Spiel hier für mich zu entscheiden. Und natürlich, unsere Bemühungen wurden in der 87. Minute belohnt. Etwas glücklich, dass ich hier durchgekommen bin, da Bayern eigentlich gar keinen Fehler gemacht hat in der ersten, in den ersten 90 Minuten. Und dann hier haben sie mir ein bisschen Platz gelassen. Ich habe sofort genutzt. Natürlich, schöner Abschluss von Oxlade-Chamberlain. Hat die Manuel Neuer gar keine Chance gelassen. Und ja, ich muss sagen, eigentlich war das Spiel schon relativ ausgeglichen. Ihr werdet es gleich an den Statistiken sehen, dass ich eigentlich so noch ein paar mehr Schüsse hatte, aber das waren teilweise halt echte Schüsse, wo ich aus 30 Metern oder so versucht habe, Manuel Neuer zu überlisten. Deswegen eigentlich schon ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ihr seht es auch an den Zweikämpfen, eigentlich extrem viele Zweikämpfe wurden hier geführt, da einfach jeder Meter im Spiel ja doch schon umkämpft war. Ich habe es nicht geschafft, wirklich mir mal ein bisschen Platz zu erspielen, außer in der Situation mit Oxlade-Chamberlain und Bayern genau das gleiche. Sie hatten eigentlich auch nie wirklich Platz, außer einmal mit Müller, und beide Male hat sie eingeschlagen, deswegen 1-0 der logische Spielstand. Und natürlich jetzt hier nach 100 Minuten schon einige Spieler bei mir K.O. Sie haben es nicht mehr so wirklich geschafft, denn hinten die Löcher zuzumachen. Deswegen hatte hier Bayern immer mal wieder gute Möglichkeiten mit der Flanke zum Beispiel hier in die Mitte. Vielleicht doch irgendwie meine Abwehr noch zu überlisten, aber ich habe es trotzdem noch irgendwie geschafft, den Ball immer rauszubekommen, immer nochmal meine Spieler zu motivieren, den Ball wegzuschlagen. Und Depay hatte jetzt auch bald gar keine Ausdauer mehr, aber sein Wille, einfach seine Entschlossenheit. Er ist unser bester Spieler momentan. Linksschuss aber leider am Tor vorbei. Manuel Neuer muss hier nicht zittern. Der Ball war doch schon, ja, doch schon 2, 3 Meter vorbei. Aber nochmal immerhin ein Torabschluss von uns, nochmal ein bisschen Gefahr im Spiel. Ja, man hat jetzt einfach gemerkt, dass das Tempo bei beiden Teams eigentlich rausgenommen wurde. Und apropos rausnehmen, ich musste Boateng rausnehmen, da er sich leider verletzt hat, war aber glaube ich nur eine Zerrung, da er extrem übermüdet war, hat er auch keine Ausdauer mehr jetzt, aber ist ohnehin egal, selbst wenn er jetzt irgendwie 2 Wochen verletzt ist, ist ja eh das letzte Saisonspiel, deswegen, ja, denke ich mal nicht so schlimm, wir haben ja danach eh 1 bis 2 Monate Pause, in denen relativ, ja, in denen sich die Spieler ausruhen können und eigentlich gar nichts los ist. Und ihr seht's, also, wir mussten auf jeden Fall weiter zittern. Es ist einfach ein extrem spannendes Spiel gewesen. Es ist ein umkämpftes Spiel. Vom Ballbesitz her war Bayern München ein bisschen besser, aber sie haben eigentlich Ballbesitz nur in der eigenen Halbzeit gehabt. Und ja, ihr seht die Zweikämpfe. Ich glaube, ich habe 16 Zweikämpfe gewonnen. Hier den nächsten gewonnen. Und endlich mal hatte ich ein bisschen Platz. So will ich es eigentlich auch sehen. Oxlade-Chamberlain hat hier die Übersicht auf Cirilo. Der kam frisch in die Begegnung. Ist hier, ja, vor Manuel Neuer, aber will nicht abziehen. Deswegen Ball in die Mitte. Da ist Höger, aber leider nur Pfosten. Oh mein Gott, haben wir hier Pech gehabt in der Situation. 113. Minute wäre der Ball reingegangen. Da bin ich mir sicher. Sichern hätten wir hier den Titel gewonnen, aber so müssen wir weiterkämpfen. Und ja, ich wollte hier eigentlich nicht unbedingt ins Elfmeter schießen. Ich wollte schon in den ersten 120 Minuten, also in der regulären Spielzeit, okay, regulär ist es ja nicht, aber in der Verlängerung natürlich hier noch das Tor zu erzielen. Deswegen Ball in die Mitte hier, Oxlade-Chamberlain, aber Martinez schmeißt sich noch in die Mitte, in den Ball rein, in die Mitte. Ich bin total verwirrt, irgendwie gerade Brain AFK, aber ich bin erst dumm. Habe ich ja gesagt, irgendwann um 7:30 oder so oder um 7 pennen gegangen. Jetzt bin ich auch schon wieder, ja, heute Mittag dann wach gewesen. Also relativ wenig geschlafen für mich in den Ferien. Deswegen ein bisschen Verwirrung hier, aber ich darf natürlich, denke ich mal, mich auch versprechen. Ist ja ein besonderes Spiel hier heute. Gegen Bayern München ein bisschen Emotionalität muss auch sein. Dann hier mal Redmond mit einem schönen Abschluss. Manuel Neuer mit einer Riesenparade und leider können meine beiden Spieler, die da in der Mitte standen, nicht mehr an den Ball rankommen. Und ihr werdet euch wahrscheinlich freuen. Ich habe mich, ja, so ein bisschen geärgert eigentlich, dass es hier ins Elfmeterschießen geht, da ich denke, dass Elfmeterschießen immer so ein bisschen eine Glückssache ist, auch wenn es natürlich, ja, bedingt natürlich mit Skill zu tun hat, ob man die Ball jetzt irgendwie reinhaut oder nicht. Aber ihr seht es nochmal, Depay hier nochmal, volle Konzentration, dehnt sich nochmal, Manuel Neuer steht da auch da, auf jeden Fall ein Torwart, der furchteinflößend ist, der auf jeden Fall extreme Körpersprache hat und so, deswegen habe ich hier versucht natürlich, mich nicht beeindrucken zu lassen, wenn ich Manuel Neuer dann letztendlich auch im Tor sehe. Und die Schalke-Fans natürlich hier wahrscheinlich auch am Zittern. Ich hoffe, ihr seid auch schon gespannt, wie es hier im Elfmeterschießen ausgeht, ob wir hier ja sozusagen 2 Titel in der Saison gewinnen oder doch noch irgendwie einen Titel an Bayern München abgeben müssen.
Ihr seht, wir haben nicht unbedingt die besten Elfmeterschützen, aber ich denke mal, das dürfte ich schon irgendwie hinbekommen. So schlimm ist jetzt auch nicht, aber natürlich im Vergleich, ein Robben hat Elfmeter irgendwie einen 80er Wert und Pizarro der 79. Meine Spieler sind halt doch schon ein bisschen schlechter. Erstes Duell hier, Depay gegen Manuel Neuer. Depay im roten Bereich, deswegen müssen wir aufpassen, aber der Ball noch unter die Latte. Manuel Neuer bleibt stehen, 1-0 für uns. Nächstes Duell hier, Arjen Robben gegen Fährmann. Fährmann versucht hier Arjen Robben ein bisschen zu beeindrucken. Kann er ihn irgendwie noch verunsichern, aber nein, Arjen Robben zu überlegt. Und er bedeutet 1-1, Bayern hat ausgeglichen hier, Oxlade-Chamberlain gegen Manuel Neuer, nächstes Duell, Chamberlain rechts, Manuel Neuer bleibt stehen, 2-1 für uns. Auf jeden Fall schon mal gut die ersten 2 Elfmeter verwandelt, jetzt hier vielleicht Pizarro irgendwie beeindrucken, Fährmann zeigt an, spielt den Ball in die rechte Ecke, aber Pizarro lässt sich hier beeindrucken, spielt den Ball über die Latte drüber, es bleibt beim 2-1 für uns, Bayern hat den Elfmeter nicht machen können. Höger jetzt hier mit dem nächsten Elfmeter in die linke Ecke, Manuel Neuer wäre hier fast rangekommen, aber zum Glück ist der Ball drin. Jetzt Fährmann versucht irgendwie Alaba noch ein bisschen rauszubringen. Kann er den Elfmeter halten, aber nein, Alaba einfach zu überlegt, links unten in die Ecke rein. Unsere nächste Möglichkeit hier, den vierten Elfmeter in Folge zu verwandeln. Hier, Wiltshire schießt den Ball rein, Manuel Neuer wäre fast drangekommen, aber glücklich für uns natürlich. Entscheidungselfmeter, wenn Fährmann den Ball hier festhält gegen Philipp Lahm, dann sind wir DFB-Pokalsieger. Fährmann in die linke Ecke und er hält den Ball, oh mein Gott, Riesenparade von ihm. Fährmann wurde hier zum Held im Elfmeterschießen. Wir haben es geschafft. Wir haben 2 Titel diese Saison gewonnen. Wir sind nicht nur deutscher Meister, nein, wir sind jetzt auch DFB-Pokalsieger. Wir haben beide Male haben wir ja gegen Bayern München uns durchgesetzt. Sie wollen ja in der Liga auch Zweiter, jetzt hier DFB-Pokal auch Zweiter. Man darf natürlich nicht vernachlässigen, dass wir auch noch große Erfolge in der Champions League hatten. Wir sind ja im Halbfinale ausgeschieden gegen Barcelona, denn da haben wir auch super Spiel gemacht, gefightet bis zum Ende. Und es ist einfach schön, hier die Schalker-Spiele jetzt nochmal jubeln zu sehen. Einfach nochmal ein bisschen Erinnerung, falls ihr im echten Leben das Spiel gesehen habt von Schalke damals im DFB-Pokalfinale. Ich glaube gegen Duisburg war das 5-0 oder so oder 4-0. War auf jeden Fall mega geil damals, habe ich mich auch riesig gefreut. Jetzt hier wieder die Erinnerung da dran. Und ja, ihr werdet gleich wieder Höhe das sehen, wenn er den Pokal in die Höhe stemmt. Auf jeden Fall richtig geil hier die Saison gewesen. Ich hoffe mal, dass ihr echt euch morgen auf das Video freut. Vielleicht dann deswegen 30 Likes da lasst. Also wie gesagt, wenn ihr 30 Likes schafft, kommt ja morgen das neue Video. Ich hoffe mal, dass ihr da motiviert seid und ihr könnt auch gerne irgendwelche Kommentare wieder schreiben. Freut mich immer mega, die zu lesen und so. Und war echt mal eine coole Saison hier. Ich freue mich einfach mal auf die nächste Saison mit euch, dass ich die mit euch erleben kann und so. Voll viele sind ja auch seit der ersten Folge dabei. Hat mich mega gefreut. Haben mir einige geschrieben und ja, ich hoffe mal, dass euch das Video hier gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Tag. Ihr genießt auch ein bisschen eure Ferien und alles. Und ja, haut da rein, Leute. Euer Danetics. Bis zum nächsten Mal.